Liebe Zuschauer, ich begrüße ganz herzlich aus dem Wirtshaus hier im Isartal. Ja, der Rock'n'Roll lebt. Einer der großen Rock'n'Roller ist ein Münchner. Und vor 5 Jahren waren wir mit München TV hier und haben seinen 75-jährigen Geburtstag gefeiert. Und heute feiern wir den 80-jährigen Geburtstag. Und hier ist eine Zeitzeugin, Erika. Absolut. Du hast den Gaggi kennengelernt, Gaggi Ostertag. Ja. Heute war er in alle Zeitungen. Ja. Ich habe mich sehr gefreut. Genau, du hast ihn kennengelernt, da warst du 16. Ich war 16, da habe ich ihn kennengelernt. Mich hat der Rhythmus interessiert. Ich wollte diesen Tanz lernen. Und bin dann über Freunde ins Chat gekommen. Und da hat er Tanzkurse veranstaltet, 3-mal in der Woche. Das waren so Schnupperkurse. Und dann ist man halt langsam ein bisschen besser geworden. Und wenn man ein bisschen besser geworden ist, als Frau ist man auch aufgefordert worden, wenn man nicht kreislich war auch. Ja. Und damit hat es seinen Verlauf genommen und ich tanze heute noch. Jetzt, heute Abend, gibt es eine Riesenfeier, 240 Leute, die den Gaggi kennen. Ja. Was erwartet denn uns heute? Was erwartet uns heute? Es sind eigentlich aus allen Epochen seines Lebens, sind heute Abend Leute da. Zeitzeugen. Zeitzeugen. Genau. Ich habe mit ihm seinen Lebenslauf zusammengestellt und geschrieben. Ich war selber überrascht, was er alles gemacht hat. Hat er gar nicht mehr gewusst, aber ich auch nicht. Und von der Goethestraße, Gott, da war ich noch zu klein, da konnte ich nicht mitreden. Am Popclub habe ich nur ganz kurz, da war ich auch noch sehr jung. Ich kann erst mitreden ab dem Chat, aber es sind Leute da vom Popclub, es sind Leute da von der Goethestraße, es sind Leute da vom Chat, das wären ungefähr 80% sei für alle. Ja. Es sind Leute da vom Pilsensee, er hat ja dann das Lokal gehabt am Pilsensee, da haben wir surfen gelernt bei ihm. Dann hat er, das war total witzig, er hat in Italien Tretboote geholt, originale Tretboote. Und die hat er dann am Pilsensee verliehen. Dann sind wir alle Tretboot gefahren. Ich war mal in den Seerosen gehängt mit meinem Surfboard, da hat er mich dann wieder rausgeholt, Gott sei Dank, weil ich hätte es nicht mehr geschafft. Im Winter waren wir am Pilsensee beim Eisstockschießen, dann hat er Skirennen organisiert am Wendelstein oder in Eben. Dann waren wir Sommerrodeln am, der Glomberg. Dann halt die ganzen Rock'n'Roll-Turniere. Ich war Schlachtenbummler. Ja. Es sind aber heute Abend einige Leute da, die haben Preise gewonnen. Es ist heute unter anderem auch der Gerhard gekommen, der ist Weltmeister in der Formation geworden im Rock'n'Roll. Es sind Europameister da, bayerische Meister da, deutsche Meister da. Also es gibt eine riesen Tanzfeier. Jeder möchte heute kommen für ihn. Erika, du kennst ja den Gaggi sehr, sehr gut. Jetzt mal aus deiner Sicht, was ist der Gaggi für ein Mensch? Was ist der Gaggi für ein Mensch? Der Gaggi ist erstens einmal ein Sportler durch und durch. Ja. Ein leidenschaftlicher Mensch, wenn er etwas beginnt. Das sieht man ja an seinen Erfolgen. Ein Kämpfer. Egal, ob er Bob gefahren ist, Skeleton, egal, ob er getanzt hat, egal, ob er gesurft hat. Oder ob er die Mädels den Kopf verdreht hat. Da glaube ich, hat er nicht viel dazu gebraucht. War ein viel typischer Kerl. So ein Münchner James Dean. Genau. Da hat er sich nicht anstrengen brauchen. Ja, genau. Also ich kenne Dutzende von Mädels, die sind alle, also ich nicht. Echt? Ich bin nicht lügen. Ich lüge nicht. Liebe Zuschauer, Sie schauen jetzt mal genau hin, ob sie lügt. Ich lüge nicht. Warst du nicht mal ein bisschen verliebt in ihn? Nein. Echt? Ich habe ihn immer bewundert. Ich habe ihn immer bewundert. Aber es kann ja nur Kummer. Nein, die Zeit war vorbei. Okay. Nein, ich habe ihn immer bewundert. Ich habe seine Leistungen bewundert, seine Persönlichkeit. Was er vor allen Dingen ist, er ist ein unheimlich menschlicher, korrekter Typ, ein warmherziger. Ja. Und wir sind jetzt seit 45 Jahren befreundet. Er ist mein Lebensfreund. Und wir sitzen ja heute noch unheimlich oft beim Italiener oder beim Griechen und heute ratschen wir über was anderes. Ja. Heute ist eine Altersweise, er ist schon ein bisschen ruhiger geworden. Aber immer noch dynamisch. Er hat eine Power ohne Ende, er hat einen Witz, er hat einen Humor. Ja. aber er hat schon diese Gelassenheit von einem älteren Menschen. Ein älterer Herr. Ein älterer Herr. Ein älterer Rock'n'Roll-Herr. Aber was für einer. Genau. Und er tanzt natürlich noch immer. Ja. Übrigens ist heute die Siegi da, die mit ihm, glaube ich, deutscher und bayerischer Meister geworden ist. Genau. Als Partnerin, die kommt heute auch. Schön. Ja gut, ansonsten, was kann ich sonst zu ihm sagen? Oder von ihm sagen. Auch irgendwo ein Vorbild für dich gewesen, was er... Wenn ich mit 80 nur so drauf bin wie er, dann schätze ich mich glücklich und ich glaube, so geht es uns alle. Genau. Jetzt bringst du mich zum Gaggi, okay? Ja, okay, komm her, wir gehen jetzt. Also pass auf, wo ist er denn überhaupt? Ja, Gaggi, du feierst heute deinen 80-jährigen Geburtstag. Das kannst du ja selber gar nicht glauben, oder? Genau. Mir wird Angst und Bang. Ja, aber trotzdem, du bist ja nach wie vor dynamisch, alles passt. Ja, du bist der Rock'n'Roller von München. Heute sind alle Zeitungen voll, haben das alles beschrieben über dich. Erzähl doch mal ein bisschen was, wie bist du in die Szene reingekommen? Ich war 14 Jahre alt, 15 Jahre alt. Und was ist damals rausgekommen für einen Film? Mit der Karimbal oder was? Saat der Gewalt. Saat der Gewalt, ja. Was war da die Titelmelodie? Rack-a-Ranzi-Klack. Ah, mit dem Bill Haley. So, dann waren wir so wahnsinnig, bei uns das so gefallen hat. Und ein Jahr später ist dann der Film rausgekommen, außer Rand am Band, erster Teil und dann der zweite Teil. Mhm. Dann haben wir da alle Bands gespielt und die haben tanzt. Dann haben wir es aus. Und das war ja, der Boogie Woogie, das war ja der Achterschritt. Das war der Achterschritt. Ja. Ich habe vorher schon ein bisschen getanzt gehabt von meinen Altmeistern, die waren 4 Jahre älter. Ich war damals 15 und die waren schon 18, 19. Ja. Und es waren damals, die haben Swing oder Jitterbug getanzt. Jitterbug, ja, genau. Jitterbug. Ja, genau. Hat es auch die Clubs gegeben, das waren nur Ami-Clubs. Kaffee Lindner, Kaffee Stadt Wien, Kaffee Fischer. Kaffee Stadt Wien in der Bayerstraße. Genau. Unten der Merzenkeller. Da hat Eddie, der mit der Glatzen immer gespielt drin. Und und dann der Malkasten. Malkasten, genau. Mit dem Stupsi-Stahl. Ja, ja. Und ich war halt als 15-Jähriger neugierig. Und auch die Kriegerbacks und so. Die Kriegerbacks ist dann später gekommen. Ein bisschen später gekommen. Ja, genau. Ja. Kriegerbacks ist später. Ja. Goethestraße war dann wichtig. Ja. Tillmann Brothers. Tillmann Brothers. Paul Würges. Paul Würges. Freddy und die Javelins. Die Javelins, ja. Und die Hurricanes. Ja, genau, genau. Und da warst du auch jeden Tag in der Goethestraße? Jeden Tag. Ja, ich war da auch immer drin. Ja. Ich habe gelernt in der Schwandalerstraße und sofort sind wir stundenlang an der Cola gehängt, oder? Man konnte es so sagen, da war die ganze Nation war verrückt nach der Musik. Ja. Die ganze Nation. Ja. Das war die Befreiung. Wir waren ja die Halbstarken. Ja. Halbstarken. Ja. Da sind die Filme rausgekommen. Horst Buchholz mit der Karin Ball. Ja. Die Halbstarken. Ja. Und dann natürlich auch der Peter Kraus. Ja. Wobei, den haben wir noch nicht so richtig akzeptiert am Anfang. Es war ganz einfach, weil wir wollten alles hören original. Ja. Und da war uns die deutsche Sprache nicht gut genug. Ja, 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 ja. Heute muss ich es revidieren, dass heute die deutschen Lieder, die deutschen Sachen genauso gut waren. Nur in unserem jugendlichen Alter. Der Peter Kraus ist ja genauso alt wie du. Ja. Der wird jetzt... Am 18. März. Ja, der wird auch 80 Jahre. Genau. Weiß ich. Ja. Okay, hast du persönlich kennt? Ja, freilich. Ja, ja. Ja, freilich. Wie er im Prinzip war. Ja, ja. Ja, gibt's ja. Ja, der hat Paul Würges, also der Peter Kraus hat dazugehört. Ja. Der hat das auch in Deutschland mit Ted Herold und Benny Quick. Ja. Das waren damals die deutschen LBC. Ja. Ist egal wie. Aber du hast ja dann den Jitterbug, den Rock'n'Roll hast du ja dann richtig weiterentwickelt. Erzähl mal, wie war das? Ja, ich habe halt das gesehen, was die in die Filme machen. Ja. Und da war ich so fasziniert und heute noch. Haben die nicht damals gesagt, spielst du oder was machst du? Oder was haben deine Eltern gesagt? Eigentlich gar nichts. Die waren froh, dass der Bub einfach... So viel Musikinformationen hat es damals gegeben. Du hast nur im Radio das gehört. Ja. Ich habe einen AFN eingeschalten oder Radio Luxemburg. Am englischen Garten war das? Ja, in der Kalbachstraße. Ja, genau, Kalbachstraße. Und Mel Sondock war da. Mit dem habe ich das aufgezogen im Lüttembergkeller, Mel Sondock. In Record Hub. Das war sensationell. Das war im Lüttembergkeller. Eine Burg voller Hosen. So kann man es auch nicht. Wir waren ja in dieser Sparte. waren wir Pioniere. Ja. Genau wie ich war in drei Sportarten, waren wir die Pioniere. Aber du warst ja auch Popfahrer. Nein, Popfahrer, ja, Popfahrer, Skeletonfahrer. Wir waren Pioniere, wir haben die Sachen selber gebaut. Ja. Aber beim Tanzen habe ich weitergemacht. Da bin ich hergegangen und habe dann Tanzkurse gegeben. Ja. War dann schon 21, war dann schon 22, 23. Da habe ich Tanzkurse gegeben. Das war damals in Schwabing unten. Von der ehemaligen Muttibräu, aber der damals geheißen Gaststätte Kleiner Bauer. Mhm. Da habe ich 65 Tanzkurse gegeben. Da habe ich 500 Leute drin gehabt. Umsonst oder haben die zwei müssen? Umsonst. Das war wichtig. Das war wichtig, genau. Ja. Das war Ehrensache. Das war alles Ehrensache. Das haben wir gar nicht vorstellen können. Dann aber, ja, und dann 1974 habe ich dann die Diskothek übernommen, in der Sendingerstraße. Ja. Ja. Und da habe ich Montag und Donnerstag habe ich Tanzkurse gemacht in Rock'n'Roll. Und da sind viele Leute sind da rausgekommen. Viele Leute, die heute noch tanzen, die heute noch hier sind, die damals waren, wie die Erika, ja, die war damals 15, heute ist sie 61, wenn man sagen darf. Gell? Ja. Aber immer noch hübsch. Immer hübsch. Ja, das wollte ich hören. Aber jetzt rede mal, du warst ja auch so ein richtiger Frauenschwarm. Ja, schon. Die sind ja zu Füßen gelegen, die Mädels. Die Hosen. Die stimmt schon, die Hosen haben wir früher gesagt. Nein, die stimmt schon, aber ich war immer korrekt und immer kulant. Ja, ja, klar. Die lieben die alle noch. Wir sind dann halt da 20 schon, die gehen alle aus der Zeit. 200. 200? Alle kommen. Das sind nämlich die, wo ich aufgebaut habe, über 30, 40. 50 Jahre habe ich die Leute auch. Aber früher war das so schön, da hat man nicht Alkohol braucht. Da hat man einfach irgendwie, man war verliebt in die Musikbox, was reingeschmissen. Ja, 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 Musikbox habe ich auch gehabt, die habe ich bestückt. Ja, schön. Das heißt, mit Radio Luxemburg haben sie von dir die Platten geklebt. Ja, eben. Ja, habe ich bestückt. Ja. Musikboxen habe ich bestückt. Ich habe 3, 4 Musikboxen gehabt, so wie im Kabarin. Kabarin war ja Wahnsinn. Ja, ja, ist er. Und der Kriegerpack zu Kabarin war der manchmal, hat es geschlägert. Ja, das war schon immer sehr gefährlich, auch mit den Amerikanern, also mit den Soldaten, so war das nicht. Wir hatten ja Kosten in der Kriegerpack, der Kleine, der in den Verein war und der immer von hinten drüber gesprungen ist. Der Bahnhof Heli. Der Bahnhof Heli, ja. Der war gut, oder? Ja, wir waren auch eine Clique in der Goethestraße, wir waren so 8 Leute. Ja. In jeder Größenordnung. Groß, mittel. Aber Kraft hast du auch, oder? Wir haben uns von den Armen nichts gefallen lassen. Aber wenn einer am Boden gelegen ist, hat er auch was sehen. Das ist ja heute anders. Ja. Ich möchte da kein Wort mehr verlieren, weil das gibt es nicht mehr. Was fühlst du denn jetzt, dass du heute so geehrt wirst? Gaggi. Ja, ein bisschen ist mir schon Angst. Irgendwie. Jetzt habe ich einen Achter dann vor dir. Ja. Du bist 80. Aber jetzt sage ich dir mal eins. Alter ist nur eine Zahl und keine Ausrede. Ja, das ist ganz wichtig. Was mir aber trotzdem mit Glück gemacht, wenn ich dann so viele Leute habe, so wie heute. Ja, und alle lieben dich. Ja, und die sind hier und die lieben die Musik, auch wie die Band. Ich habe das alles gemacht, dass die Stimmung hoch bleibt. Ja. Das ganze Rock'n'Roll, dass das hoch bleibt. Heute heißt es halt Boogie Woogie, heute heißt es Balboa, Swing, Neo. Ja, aber es ist eine tolle Musik, die machen die schönen alten Lieder so gut zum Tanzen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Wie super. Die Italiener, super Musik. Da wärst du schwach in die Füße. Aber trotzdem, du bist einfach die Legende des Münchner Rock'n'Rolls. Und jetzt schauen wir uns einmal ein bisschen weiter um und dann wollen wir die heute abends noch tanzen sehen. Genau. Und dann melden wir uns wieder, gell? Genau. Gaggi, alles Gute, gell? Ja. Claudia, heute ist ja ein ganz großer Tag, der Gaggi wird 80. Ja. Wie bist du zum Gaggi gekommen? Ich kenne einen Gaggi jetzt 30 Jahre lang. Im Chat in der Sendingerstraße habe ich vor 30 Jahren das Boogie tanzen gelernt. Ja, jetzt warst du 8 oder was? Nein, 16. Okay, okay. Und jetzt halt zum 80. habe ich gesagt, da müssen wir jetzt unbedingt wieder her, weil ich freue mich richtig, dass in Musik und ja, dass man halt... Aber der ist ja noch mega fisch. Ja. Der ist richtig frisch. Der tanzt immer noch, also da kann ich immer noch von ihm lernen. Ja, ja. Ja. Und so die Rock'n'Roll-Szene in München, was warst du da noch so aus deiner Zeit? Ja, die Cage Strings, die Rock'n'Roll-Band damals. Aber so die Tillmann Brothers kennst du nicht mehr oder so? Nein, die kenn ich. Und Paul Würges? Paul Würges. Den kennst du, weil der war ja schon eine Riesenadresse. Ja, ja, also auch immer mit dabei als Fan, überall mit hingefahren, wo sie gespielt haben und fleißig tanzt. Ja, ja. Ja. Und heute Abend tanzt du auch, oder? Ja, heute Abend. Ja, richtig, oder? Achterschritt. Ja, ich mische mal. Mische ein bisschen, aber Achter kannst du schon, oder? Ja, ja, den kann ich auch, freilich. Und was wünschst du dem Gaggi heute so zu seinem 80.? Dass er noch lang fit bleibt und noch lang auflegen kann und Gesundheit. Ja. Schön, schön. Das hört er jetzt bestimmt. Ja, ich hoffe. Okay, danke schön. Ja. Okay. Zum Gaggi habe ich mal Singles geschenkt gekriegt für meine alte Wurlitzer. Ah ja, hast du so eine Box, oder? Direkt die Wurlitzer, ja. Hast du noch zu Hause? Nein, leider nicht mehr. Die habe ich dann einmal verkauft. Aber die Singles vom Gaggi, die habe ich noch und die hebe ich auf. Schön, okay. Dankeschön. Danke auch. Ja, Erika, wer ist denn der Herr da jetzt über dir? Der Gerhard Setz, ist der sechsmalige Weltmeister in der Formation im Rock'n'Roll. Ja, Wahnsinn. Ja, wir bist dazu gekommen, Gerhard? Ja, weil wir haben ein Club gegründet damals und haben die ganzen Paare tanzen lassen, trainieren lassen und irgendwann haben wir dann einen Joker gegründet und dann haben wir ein Studio gegründet und dann haben wir Formationen aufgebaut. Aber wie bist du zum Rock'n'Roll tanzen gekommen? Hat dich der Gaggi da auch ein bisschen infiziert? Ja, ich habe ganz früh schon mal angefangen, dann habe ich aufgehört und dann waren wir irgendwann beim Fußball, bei Keller hat der Gaggi gespielt und ich habe gesagt, also kannst du mit bei uns bei den Kurs mitmachen? Ja. So, nein, mag ich nicht. Und dann bin ich doch mit meiner Frau gegangen und seitdem bin ich halt da mit dem. Was bist du für ein Baujahr? 50. 50. Also dann kennst du auch die ganze Entwicklung in München. Goethestraße und so, kennst du das noch? Ja, kenn ich. Ja. Oli Bar. Und wie es alle kosten. Ja, den Namen fallen mir heute nicht mehr ein. Ja, das war nicht. Aber was gefällt dir so am Rock'n'Roll? Was ist das? Es war so, dass ich irgendwann mal mit meinem Vater dort war und sagte, du nie tanzen, mag ich nicht, du machst nicht. Er war Masseur, bei 60. Bei 60? Ja. Aber da haben sie gut gespielt, oder? Ja, da Max Merkel war damals noch der Trainer dort. Und dann sage ich, kannst du mal Rock'n'Roll? Sagt er, nein, das sind lauter Kriminelle. Und dann irgendwann war es dann so, dass er... Irgendjemand hat gesagt, das sagst du mal, kennen Sie jemanden, der Gerhard Setz heißt, der Rock'n'Roll? Dann sagt er, nein, den kenne ich nicht. Dann hat er sich die Bildzeitung gekauft und hat er das gelesen, der Bayerische Meisterschaft. Aber erstmal Bayerische Meisterschaft. Die Weltmeisterschaft ist ja auch, dass die Beine so richtig schwingen, gell? Ja, ja. Also wie hältst du da fit? Mit drei Füßen und drei Jacken. Richtig, oder? Ja. Und was ist so der Hit, was tanzt am besten Rock'n'Roll? Meiner, ja. Zu meiner Zeit, mit meiner Frau, kann ich Weltmeisterschaften geben, nur Europameisterschaften. Ja. Ich bin aber Europameister geworden. Ja. Aber bei welcher Musik gefällt dir da am besten? Was ist das? Was für ein Lied? Von der Musik her bin ich nicht so gut im Rock'n'Roll, sondern mehr Soul. Aber du, der Erik möchte gerne wissen, auf was du gern Rock'n'Roll tanzt. Genau. Auf alle Lieder, die man mit Rock'n'Roll tanzen kann. Es gibt ja viele Lieder. Ja. Aber die hören wir heute Abend. Und mit wem tanzen da heute Abend? Mit der Erika, oder? Mit mir auch. Aber da werden wir die beobachten. Gell? Okay. Wake me with it. Give me all my love and do what you've been. Also jetzt, ihr seid ja die Gründungsmitglieder vom Stammtisch im Augustiner. Genau. Und wie ist das passiert? Wer hat da die Idee gehabt? Die Idee? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das macht ja nichts, aber es ist eine gute Idee, was, oder? Ja, vom Gaggi. Ja. Genau. Der hat eigentlich den Stammtisch über den Pilsensee oder gegründet. Genau. Und du magst auch Rock'n'Roll, oder? Ja, Also, oder magst du, nicht. Echt? Nein, oh. Kann ich. Oh. Aber vielleicht heute Abend? Vielleicht. Ein kleines Tanzerl? Könnte sein. Und du? Also, was war die Frage? Nein, die Frage, wie seid ihr dazu gekommen, den Stammtisch zu gründen? Also den Stammtisch hat der Gaggi gegründet, das hat sich eigentlich so aus dem Chat raus entwickelt. Und wie war das? Erzähl mal, wie war das? Also wie es genau war, weiß ich nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass wir auf gewissen einen Stammtisch machen. Auf jeden Fall war das der Chat-Stammtisch. Also so ein Rock'n'Roll-Stammtisch. Rock'n'Roll-Stammtisch. Ja. Also es waren praktisch alle Leute, die im Chat waren, ja, weil ich kenne Gaggi ja seit über 40 Jahren. Und wir haben am Anfang 3 Stammtische gehabt auf der Wiesn. Ja. Und dann hat sich das reduziert. Und letztendlich war es dann nur mehr ein Stammtisch. Und wann der Gaggi den Stammtisch aber dann abgegeben hat, was ja. Also gegründet hat diesen Stammtisch der Gnadenlosen der Gaggi. Aber jetzt mal was, wie heißt du? Ich bin die Gerda Fuchs. Gerda. Oder die Gerda. Kein Mensch weiß, warum der Gaggi heißt. Weil ich habe mir auch selber gefragt, der weiß das auch nicht. Warum das? Ich kenne ihn nur als Gaggi. Ja genau, aber er weiß das auch nicht, warum der Gaggi heißt. Ich kenne ihn nur als Gaggi. Weiß auch nicht, warum. Ja. Und wie gesagt, also... Na, Moment, gleich. Also ich weiß auch nicht, ich kenne ihn nur als Gaggi. Ich wusste lange überhaupt nicht, dass er Fred heißt. Alfred. Wusste ich oder ja, Alfred. Nicht. Wusste genau. Ich lange nicht. Und warum heißt der Gaggi? Also ich weiß es eigentlich, was der Alfred Ostertag. Ja? Irgendwann hat es allerweil geheißen, der Ostertag. Irgendwann einmal hat jemand gesagt, das Osterei. Ah! Und aus dem Ei ist der Gaggi. Und wer hat das Gaggi-Ei gelegt? Damals, das weiß ich nicht, ich glaube, da war ich noch nicht geboren. Ja. Und du bist auch ein Gründer des Stammtisches, oder? Ja. Jetzt kommen wir ein bisschen mehr her. So kommen wir ein bisschen näher her. Eigentlich kann man sagen, von den ersten, wir haben eigentlich 3 Tische gehabt im Augustiner. Ja. Dann hat das schon erklärt. Ja. Und das war vom Chat halt und dann hat sich das halt so ergeben, da wir gesagt hat, ja 3 Tische kriegt es auch nicht mehr so ungefähr. Dann haben wir halt dann eigentlich noch einen gehabt. Und das hat sich dann eigentlich gut entwickelt, muss ich sagen. Naja, aber jetzt mal ganz ehrlich, es gibt doch nichts Geileres als Rock'n'Roll, oder? Mal ganz ehrlich. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich höre die Musik gern, aber ich bin nicht der beste Tänzer. Oh, aber Rudi, jetzt schalt mal ab. Aber du magst tanzen, oder? Ich mag gerne. Ja, du tanzt wirklich, oder? Ich tanze gerne, ja. Du lässt halt den Gaggi tanzen, oder? Ich denke, dass er heute uns alle tanzt. Ja, genau. Das ist sein Ehrentag, aber schön. Aber man muss sagen, die Damen geben sich sehr viel Mühe, dass man dann auch ein bisschen mittanzen kann. Aber genau. Man darf sich nicht viel denken. Aber hast du noch nie Rock'n'Roll tanzt, oder? Nein. Aber heute bist du fällig. Ich probier's schon seit 10 Jahren. Und du, erzähl mir, was machst du? Ich bin durch meinen Mann dazu gekommen. Ah, du kommst aber aus Norddeutschland irgendwie, oder? Aus Hessen. Ja, ist ja nichts Schlimmes. Ich habe meinen Mann vor 20 Jahren kennengelernt. In Thailand am Strand auch. In Thailand? Boah. Ja. Und wie war der? Er schaut ja gut aus, aber noch besser aus. In der Badehose. Oh. Tanga-Badehose oder was? Aber dann habe ich vor 20 Jahren den Gaggi und den Stammtisch kennengelernt. Und ja, was magst du am Gaggi? Ja, überhaupt seine offene Art. Als Kleiner hat gleich dazugehört. Ja. Und du magst du auch Rock'n'Roll oder so? Nein. Echt? Nein. Echt? Ich mag natürlich auch die Musik, aber ich bin ja erst seit 20 Jahren dabei. Okay. Aber jetzt nochmal zu dir. Der Rock'n'Roll hat was, gell? Ja. Der hält uns jung. Gell? Der hält uns jung. Schau uns bitte alle. Ja, klar. Wir sind ja nicht mehr, wir sind ja schon über 60, 70, 80. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber schön. Wir sind wesentlich besser drauf für andere, die nur spazieren gehen. Genau. Und fit. Ja. Genau. Okay, jetzt gehen wir Haus weiter. Love, 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 der Popclub, das war natürlich eine Zeit, die möchte ich nicht mehr missen. Da sind wir 40 Jahre sind wir da hingegangen und haben es natürlich immer irgendwie genossen. Und auch krachen lassen, oder? Und krachen lassen, natürlich. Immer in verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Hosen. Aber das. Und wenn man heute noch schaut, sind ja noch vielleicht 5, 6 da, die noch immer da. Und das waren ja dann schon die Jungen, die damals, ich war schon der Ältere. Die Jungen, die sind heute auch alt. Und da haben wir gesagt, ja, dann lassen wir es nicht. Und Lady in Red ist deine Frau, oder? Das ist meine Frau, ja. Und Sie waren auch im Popclub, oder? Ich war auch im Popclub, ja. Und wie war das? Mir hat der Gaggi mit 15 Jahren die ersten Schritte gelernt. Und ich bin wirklich in die Schule gegangen und habe einen. Und auch mal ein bisschen verliebt gewesen in ihm? Nein. Ich war nicht. Nein, 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 nein. Der war mal zu alt. Der war 30. Ja, der hat sich mit den kleinen Mädel abgegeben. Der hat wirklich bemüht, dass wir das lernen. Also, nein, aber ich war nie verliebt. Okay. Aber ich habe natürlich immer mit seiner Frau tanzt. Ja. Wenn er natürlich geratscht hat, mit seiner, das weiß ich nicht mehr, wie es geheißen hat, wie hat es ihn geheißen? Sieglinde. Sieglinde. Aber auch ein bisschen verliebt in Sieglinde gewesen, oder? Nein, eigentlich auch nicht. Nein. Für mich war es... jetzt in die verliebt sein. Nein, ich meine, weil früher war das, ich meine, ich komme ja auch aus der Zeit, ich meine, früher war es so, man hat eine Cola getrunken am Abend, da war nicht irgendwie, jetzt machen wir irgendwie die Hosen los, sondern es war irgendwie, das Tanzen war im Mittelpunkt. Nein, so war das nicht. Okay. Ich war schon verliebt, aber halt nicht in Gaggi. Okay, alles klar. Aber verliebt war man auch nicht, weil ich war ja im Grunde genommen verheiratet. Und ich habe bloß einmal in der Woche in den Popclub gehen können. Und die Frau war eifersüchtig? Nein, die war nicht eifersüchtig, weil ich habe einmal... Aber so mit einem Ausgabeschein oder was? Ja, das habe ich nicht gebraucht, aber ich habe den Tag, den habe ich mir genommen. Aber immer konstant? Bis ich dann die Scheiden ablasse. Und dann bin ich mit meiner Freundin und der Freundin und der Freundin und der Freundin. Aber im Popclub, bis er aufgehört hat, war ich da drinnen. Ja. Aber jetzt nochmal, Rock'n'Roll ist doch super. Was der Gaggi da gemacht hat, ist doch sensationell, super, oder? Ja, darum macht es uns ja heute noch Spaß. So, genau. Wir kommen ja auch sehr oft am Freitag. Immer wieder her. Ja, natürlich. Und jetzt mal was aus Ihrer Sicht, was ist der Gaggi für ein Mensch? Ja, da kann ich fast ein bisschen zu wenig. Da kann ich eigentlich nichts sagen. Aber so jetzt aus der Ferne oder was? Ja, sympathisch. Hat immer gut aufgelegt. Ja, und war ein guter Typ. Und er macht auch gute Musik. Ja. Ja, da war ich jetzt jung. Das kann ich jetzt nicht sagen. Okay, also, jetzt haben wir noch jemanden. Ich habe eine ganz wichtige Person aus dem Popclub vergessen, einen Sandy. Sandy, was machst du? Was ich mache? Heute mache ich Eventausstattung und ich war einer der ersten Schüler von Gaggi. Im Tanzen, oder? Es gab die erste Welle, da hat der Gaggi getanzt. Und es gab die zweite Welle, da waren wir 4 Jungs. Mhm. Und da hat es im Popclub angefangen und wir waren die ersten Schüler von ihm. Ja. Und das Fatale war das, dass dann gab es eine deutsche oder bayerische Meisterschaft, die deutsche habe ich gewonnen. Ja. Und die bayerische war ich Zweiter, weil der Gaggi mittanzt hat. Ja. Das ging einfach hast damals Vortritt lassen. Nein, der hat gewonnen einfach, der war einfach nur besser. Ja, ja. Und jetzt mal ganz ehrlich, der Boogie Woogie, der Achterschritt und so, das pflegt sich ja weiter. Ja, also ich tanze sehr wenig jetzt, mit Frauen noch viel mehr. Ja, echt? Ja, ich stehe drauf. Ja, total. Ich habe meinen Mann übrigens im Popclub kennengelernt. Ja, schön. Da hat er mich erlöst, weil der Gaggi hat zu mir gesagt, du lernst jetzt den Grundschritt, hat mich einer Pfosten. Den Achterschritt. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Hat mich einer Pfosten hingestellt und hat gesagt, das macht jetzt genau. Einer hat er gesagt, komm, gib mir Tante Schablett aus. Ja. So. Aber das ist ja im Grunde dieser Boogie, ja, das ist ja meines Erachtens auch eine Erfindung vom Gaggi. Weil nein, ich meine, ich war vorhin in den USA unterwegs, also die tanzen ist anders. Ja. Es gibt überall Swing und es gibt überall... Aber der Achterschritt, wo kommt der her? Also den gibt es, glaube ich, auch überall. Also nein, den gibt es nicht überall. Wenn du schaust, im Deutschen Theater, wenn die Veranstaltung ist, dann kommen wir von Italien und... Nein, glaube ich nicht. Ich kenne ihn nur vom Gaggi. Also ich meine, das ist eh unser Guru. Genau. Zu der Zeit hat niemand Rock'n'Roll tanzen, weil Rock'n'Roll war vorbei und out. Ja genau, das hat man gar nicht. War ganz weg. Aber jetzt ist er wieder in. Und weiß ich nicht, die Leute, die hier sitzen, sind alle relativ alt. Jetzt sag sowas nicht. Ja. Erfahren. Nein, aber es gibt sicherlich auch neue, junge Distanzen, aber grundsätzlich alle, die hier sind, ja, über 50. Ja. Das macht ja nichts. Und die sind eben noch aus dieser zweiten Welle. Aber wir schauen ja heute von München TV richtig mal drauf. Da lassen wir heute irgendwie mal die Kamera brummen und ihr tanzt mal wie verrückt. Genau, das werden wir machen. Okay, danke. Noch heute treffen wir uns regelmäßig und pflegen gute Bekanntschaften und innige Freundschaften, die unser Leben bereichern. Das gibt es sicherlich nicht oft. Insbesondere ist heute Abend deine Tanzpartnerin da, mit der du einige Pokale gewonnen hast. Siegi! Zum Pilsensee. Von 1982 bis 1996. Danke für diese unvergessliche Zeit. Im Sommer beim Surfen, im Winter beim Eisstockschießen, aber eins immer, nämlich beim Feiern. Die unzähligen durchtanzten Nächte waren unbeschreiblich und sind nicht zu wiederholen. Wir waren am Dienstag in Bursone, um über deinen Geburtstag zu reden. Du warst mordsmäßig nervös und auf einmal hast du zu mir gesagt, Erika, ich habe jetzt Angst. 80 ist nicht 60, 80 ist nicht 70, 80 ist eine ganz andere Nummer. Aber Fred, ich sag dir was, wir machen es wie damals im Chat. Geschlossene Gesellschaft. Und alles, was unangenehm ist, muss draußen bleiben. Wir bleiben so zusammen und werden mit dir 100.